Das war doch Witz. Es ist doch tierischer Witz. Dann habe ich es im Multiplayer probiert. Wollte ja auch eine Aufnahme machen, hat ja aber nicht so funktioniert. Weil entweder hätte mir der Teamspeak mehr oder weniger in die Aufnahme reingesabbelt oder ich ihn. Also ist beides nicht so prall. Wenn ich denen die Hucke voll laber. Und so dolle war das denn jetzt im Multiplayer auch nicht unbedingt. Naja. Sagen wir mal Keim. Ja, lassen wir sie mal in dieser rosigen Welt. So, jetzt haben wir hier schon mal erweitert. Alter, sieht ja schon beängstigend hier aus in der Breite. So, jetzt erweitern wir mal in die andere Seite. Alter. Alter. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. Jetzt habe ich hier die... Muss ich hier alles mit Cleanstone ausfüllen. So. Ah, da haben wir noch einen Stack. Glücklicherweise. So. Mal überall den ganzen Kobbel rausholen. Hätte ich doch. Hätte ich es doch mal gemacht. Also hier. So. Hier, dass hier alles ausgefüllt hätte. So, unser... Ah, wir haben ja schon mal mords viel Cobblestone gebraucht. Mittlerweile schwimmen wir drin. Hey, hier fliegt ein Workbench rum. Eieiei. Was macht man aus diesem schönen Räumchen eigentlich? Kann man da daraus was irgendwas machen? Ich könnte eine Pilzfarm machen, aber ich habe noch nie eine Pilzsuppe in Minecraft gemacht. Das wäre also dann ein bisschen... wie soll ich sagen? Ein bisschen dämlich, wenn ich so eine machen würde. Wenn ich dann eh keine Abnahme für hätte. Naja. Irgendwas fällt mir schon irgendwann mal ein. Und wenn es bei Folge 3000 ist, ist mir auch Wurst. Hauptsache mir fällt irgendwann mal was ein. Für das Loch. Also irgendwas erfüllt irgendwann schon mal den Sinn und Zweck, die es erfüllen soll. Hoffe ich jetzt mal. Oder wir haben immer noch 1000 offene Baustellen. Nee, nee. Aber das Angebot steht eigentlich immer noch. Wollte ich nur mal so anmerken. Dass wenn irgendjemandem ein Gebäude einfällt, das ich hier bauen sollte in meiner kleinen Welt. In unserer kleinen Welt. Tut mir leid für diesen falschen Ausdruck. In unserer kleinen Welt. Dann haut es raus. Dann baue ich das. Und wenn ich es gebaut habe, dann schreibe ich den YouTube-Namen dran. Von dem, dem wie das eingefallen ist. Ich wollte euch nur mal nochmal dran erinnern, so ist ja nicht. Weil ich eigentlich keine Ideen bekommen habe. Deswegen wollte ich es euch nochmal sagen, so ist ja nicht. Ich erinnere euch gern an was. Wieso ist da nochmal ein Loch? Ja, den YouTube-Namen schreibe ich dann vor Dingenskirchen, vor die Tür. Und ja, dann die Benennung. Das Wichtigste eigentlich, wie das Ding dann heißen soll. Schreibe ich dann auch hin. Also ihr könnt dann den Namen auch auswählen, wie es heißen soll. Also Namen des Hauses und... Keine Ahnung, wenn es selbsterklärend ist, ist es selbsterklärend. Aber und den YouTube-Namen. Also ein bisschen Promo für eure Kanäle. Boah, da kann jeder kommen. Oder einfach nur mal verewigt sein. In der Minecraft-Welt. Ist ja auch was Schönes. Deswegen schreibt mir eure Ideen, was ich hier noch reinbauen kann. Aber doch mittlerweile schon einiges gebaut. Wenn es jemand genauer inspizieren will, ihr wisst ja, ihr könnt die Welt herunterladen auf meiner Seite.
Wie gesagt, aber nicht Let's Playen. Ist immer noch meine Welt, meine Let's Play Welt. Das ist ja eigentlich auch der einzige Beweggrund, wieso das Honeyball ihre Welt nicht zum Download freigibt, weil sie Angst hat, oder nicht Angst hat, weil sie das nicht will, dass 1000 Videos sieht mit ihrer Let's Play Welt. Ist verständlich, ist verständlich. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Deswegen, weil es ist ja doch irgendwo eigenes geistiges Eigentum und sagen wir so, das kann man immer so schlecht schützen und deswegen muss man da auch immer aufpassen. Aber ich gebe es euch gern. Weil sagen wir so, ich ändere in 100 Folgen sowieso eh so viel, dass da keine Ähnlichkeit da mehr drin besteht. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ob es so ist oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, aber normalerweise schon. Ich werde ja auch zu jeder vollen 100 werde ich wechseln. Nee, erkundet sie, denkt euch aus, ja, das fehlt noch in deiner kleinen Welt. Könntest du das nicht bitte bauen? Und dann könnt ihr mal auch sagen, ja, wo es es gerne hin hättet. Wenn mir der Bauplatz und die Idee gefällt, dann mache ich das. Würde ich gern machen. Tue ich doch gern für euch. Weil die Welt soll ja euch auch gefallen und nicht nur mir. Deswegen mache ich auch den ganzen Scheiß hier. So. Ganz Scheiß ist gut gesagt. Nee, ich mach's gern. Vor allem ab und zu gehen wir ja doch die Ideen aus. Ich habe zwar momentan wieder Ideen um Mass, aber die U-Bahn will ich jetzt fertig kriegen. Also das ist mir mittlerweile eine Lebensaufgabe, dass ich die fertig bekomme. Weil ich mag das nicht, wenn ich so ewig lange was unfertig rumstehen habe. Wenn man sagt, ich habe, wie ich die U-Bahn gebaut habe, angefangen habe, da habe ich ja dann zugleich noch das Labyrinth angefangen. Da drüben dürfte ich auch noch weiter bauen, muss ich immer noch den Ausstieg bauen. Aber so ein Ausstieg, dass man nicht mehr reinkommt, ist natürlich auch immer so eine Sache, wie baut man das jetzt? Aber da habe ich schon ein paar Ideen. Also das kriegen wir schon. Dann könnt ihr mal richtig rumprobieren, ob ihr in den Eingang reinkommt. So, jetzt findet man noch ein bisschen Kohle hier nebenbei, ja. Aber solche Bauprojekte hätte ich gern. Ich kann es ja auch machen, ich muss ja nicht erst warten, bis das Gebäude fertig ist. Ich kann ja sofort hergehen, wenn der Baugrund ausgehoben ist, hänge ich dann das Schild hin mit dem YouTube-Namen und was es werden soll. Und dann baue ich das. Natürlich muss ich es auch bauen können, ist ja irgendwo selbsterklärend. Weil sonst habe ich auch meine Probleme mit, wenn ich hier, was weiß ich, den Eiffelturm 1:1 nachbilden. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt bauen will. Weil das hält dann, glaube ich, doch ein bisschen auf. Vor allem mit was ich das bauen dann soll. Mit was ich es dann bauen soll, ist dann die andere Frage. Das Einzige, was mir jetzt gerade einfällt, wäre Cobblestone, von dem haben wir ja so viel. Da geht natürlich ein bisschen was. Hier muss ich die Kobbel reinsetzen. So. Dann passt es schon mal so weit. So gut. So, jetzt bauen wir hier noch ab. Alter. Das ist schon einiges hier. Was ich hier wieder raushau. Und der Gang ist ja direkt schon beängstigend. Müsste ich mir auch noch fast was anderes einfallen lassen als diese, ja, schnöde Baukonstruktion, die ich vorher hatte. An dieser Stelle. Wenn es hier schon so breit ist, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das tue ich gerade. Und vor allem der Blödsinn, was mir jetzt schon wieder einfällt, da müsste ich nochmal eins rein. Nein!
Tu uns das nicht an. Oh Mann, nee, ich baue das so. Rico Groß. Oh Mann. Von einem ins andere. Ich wollte doch nur. Ich wollte doch nur. Und ich wollte nur. So, jetzt ist die Spitzhacke auch hin. Na super. Und ich habe kein Eisen mehr. Zumindest nicht mehr dabei. Deswegen nehme ich den Kies noch kurz mit. Kurzerhand mitgenommen. So. Nee, ich will hier so Art Bögen reinmachen. Aber kommt das dämlich? Aber für das müsste ich schon wieder eins breiter werden. Und das ist natürlich die Sache. Ah, muss ich dann gleich ausprobieren. Ja. Hilft nicht. Probieren geht über Studieren. Vom Minecraft studieren wäre auch mal lustig. Studiengang Minecraft. Ich glaube, der hätte momentan einen Haufen Abnehmer. Also einen Haufen Leute, die das machen würden. Studieren ist ja sowieso eine Sache. Bei uns wird diskutiert in Bayern, ob die Studiengebühren fallen sollen oder nicht. Ich denke mir sowieso nicht. Dann gibt es mehr Studenten. Ergo mehr Arbeitsplätze, weil weniger Leute, die arbeiten. Ergo eher Vollbeschäftigung. Ist jetzt meine Hochrechnung. Ob das stimmt oder nicht, ist so die andere Frage. So, jetzt nehme ich mal kurz die mit und ich brauche noch Eisen für die Spitzhacken. So, die Sonne geht auch mal wieder auf. Ah, ist es gut, wenn man hier die Monster aus hat. Dann muss man sich nicht andauernd hier rumquälen. Dass man ins Bettchen gehen muss. Scheiße, wieder nur eine draus geworden. Nein, ich habe das Holz nicht dabei. Und werf den Stock schon wieder weg. Ja, hol ich mal neues Holz aus der Kiste. So, haben wir ja genügend. Und wenn es uns ausgehen sollte, ein Mordswald vor der Tür. Ich hab Holz vor der Hütte. Ja, ja. Ich bin einer der wenigen Männer, der Holz vor der Hütte hat. Ich bin stolz drauf. Ist auch ein Blödsinnspruch. So. Weg damit. So, den Stock könnte ich hier auch nochmal hin tun. So. Alter, psychedelische Musik. Nee. Lieber 8-Bit-Mucke, ist weniger psychedelisch. Habe ich auch noch nie gehört. Hm. Ja, ja, diese Playlist überrascht mich immer wieder mal. Man hört doch nicht immer alles. Also die hat ja doch ziemlich viele Lieder. Ich muss mal kurz was nachgucken. Die hat auch 45,9 Stunden Länge. Also, sagen wir so, die hätten wir schon ein paar Mal durchhören müssen, aber wir hören eigentlich immer dieselben Gassenhauer. Das ist ja das Problem. So, jetzt muss ich hier mal was probieren. Für das muss ich mir aber kurz mal hier so eine Scharte freischaufeln. Wenn ich dann hier... So, mache ich hier drei frei. Ist ja eh Wurst, wir brauchen eh den Kies. Wenn wir irgendwann wieder geisteskrankerweise irgendwo Wege anlegen. So. Meine Kobbel da oben noch kurz weg. So, rein der Optik wegen. So. Ja, komm, rein damit. Ist ja eh Wurst. So. Dann muss ich hier drei rein. Zwei rein. Ein. Ein Stützelement würde das schon geil aussehen. Wenn ich dann hier noch einen reinsetze, hier noch einen und hier. Müsste ich aber hier noch einen setzen. Und hier einen. Oder?
Das hätte was U-Bahn-mäßigeres.